diesen Dienstag. Ich war gestern tatsächlich auch da, weil wir ja am Sonntag früher aufgehört haben. Ich bin jetzt hier im Keller. Ich habe hier nämlich angefangen, auch schon von der Wand die Fliesen runter zu machen, weil ich mir dachte, wenn wir hier nur noch hohen Betonboden haben, dann ist das blöd zum Zusammenkehren und machen wir es lieber gleich. Dann ist es gemacht. Außerdem geht der echt easy runter, bis auf da, wo die Fliesen dran waren. Hier. Teilweise was muss ich wahrscheinlich einfach mal dran. Muss man ja nicht zwangsläufig wegmachen, man kann ja drunter putzen. Und jetzt mache ich da oben den Rest noch kurz weg und dann fange ich mit dem Boden an und mache erst die eine Hälfte vom Boden raus. Dann räume ich das ganze Zeug um, weil wir hier nämlich einen ganzen Haufen Gartenzeug haben. Weil wir nämlich in unserem alten Mietshaus bzw. in der WG, wo wir davor gewohnt haben, relativ viel Garten hatten und Tomaten und sowas angepflanzt hatten, ein bisschen Gemüse. Deswegen haben wir sehr viel Blumentöpfe und Gedöns, das ich jetzt nicht wegschmeißen wollte. Und ich weiß aber auch nicht, wohin damit. Ich will das jetzt nicht alles hochräumen, weil hier schon unten stört es eigentlich nicht. Nur jetzt in dem einen Moment natürlich, wo wir jetzt gerade in dem Zimmer sind. Und ist auch nicht so viel. Außerdem haben wir noch ein paar Tontöpfe und Blumentöpfe hier im Haus gefunden. Und die schönsten, die ich jetzt nicht wegschmeißen wollte, habe ich behalten. Die sind auch noch da. Genau, das ist eigentlich schon gewesen. Aber wenn ich jetzt hier den Boden rausgemacht habe, kann ich es einfach umräumen. Genau. Aufgeräumt. Wenn ich neugierig bin, wo jetzt die Leitungen eigentlich hinlaufen, mache ich jetzt da hinten weiter. Mache ein bisschen weiter auf, um zu gucken, wo die Kurve hinläuft, weil der macht. Ja, die Lampe ist schon wieder leer. Weil die Leitung da jetzt gerade eine Kurve macht. Ich habe jetzt tatsächlich den Übergang zu den alten Tonrohren gefunden. Im Garten sind früher ja Tonrohre verlegt worden. Und jetzt haben wir ja diese neueren Rohre draußen gefunden. Wir wissen halt nicht, ab wann die neuen Rohre vorhanden sind oder ab wann es Tonrohre sind. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier im Haus noch ein Tonrohr gefunden. Servus meine Freunde, wir haben eine Lieferung bekommen. Schaut mal. Eins, zwei und da hinten steht noch einer. Unsere Zisternen sind da. Wir haben uns ja Kunststoffzisternen bestellt. 30.000 Liter und weil es das, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich schon einen zusammenhängenden Tank, aber so ist halt einfach einzubauen. Sind es jetzt dreimal 10.000 Liter geworden. Schaut mal, wie riesig die sind. Wenn ich hier daneben stehe, sind glaube ich 2 Meter hoch oder so insgesamt. Ja, so groß sind die. Riesige Dinger und die kommen dahin, wo der Teich war. Jetzt tun wir sie aber erstmal wegstellen hier, weil die stehen gerade im Hof. Da kopieren es heute Mittag, weil wie es halt immer ist, ne? Wenn die Spedition sagt, sie kündigen sich an, die stehen meistens dann schon vorm Tor, rufen an und sagen, hallo, ich stehe vorm Tor, sind Sie da? Und dann muss ich sagen, nein, wir müssen eine halbe Stunde fahren.
Ah ja, dann warten müssen, aber alles gut geklappt. Kubi dann halt mit dem Bagger dann abladen geholfen. Und jetzt stellen wir sie da hinter die Garage. Zeit haben wir immer, wenn wir hier übernachtet haben, hier drin übernachtet. Ich habe da ein bisschen einen kleinen Bereich mit Folien und einer Plane oben abgehängt. Weil das sowieso noch alles dreckig wird, habe ich das jetzt abgebaut. Da war bloß so eine aufblasbare Luftmatratze auf dem Boden gelegen. Und jetzt mache ich noch die Folien ab. Und dann räume ich unten ein bisschen auf und dann geht's los. Ja. 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 Ja.
sind jetzt gerade dabei, hier die Balkonbalken abzuschneiden. Abzutrennen, weil hier sieht man ja die halben Balken, das ist alles noch vom Balkon außen. Und damit wir außen kein Holz haben, gerade wegen Feuchtigkeit und so, und weil es relativ easy geht, wir haben es halt ausprobiert, ziehen wir die raus, oder wir versuchen sie jetzt rauszuziehen. Die sind jeweils bloß mit 2-3 Nägeln an die Balken ran genagelt, also recht, hart erkalten. Und unser Plan ist jetzt, wir haben den Bagger draußen auf der Terrasse stehen, dass wir da mit einer Seilwinde die rausziehen. Jetzt probieren wir das mal. Ich bereite gerade vor und schneide sie ab, weil wenn es nicht geht, dann werden wir da ordentliche Schrauben wahrscheinlich durchjagen. Thank you.
So, der Sonntag ist jetzt auch schon wieder vorbei. Corbinian hat jetzt hier die Wandweite gemacht. Da fehlt jetzt nur noch oben das letzte Stück bis zum Balken. Und ansonsten bleibt es so. Das ist eine super Aufteilung. Ich habe mal auf dem Platz Corbinian nicht. Nee, das ist eigentlich eine super Unterteilung. Also man kann immer noch 1A laufen und ist aber trotzdem relativ offen. So. Und ich habe hier die Löcher gleich wieder zugemauert. Jetzt kann man hier nicht mehr durchgucken. Kann man übrigens gerade hoch ins Kinderzimmer gucken. Muss man noch den. Wir wollen den Fehlboden ja von. Der ist ja momentan mittig montiert und wir werden den ganz unten an die Kante montieren. Der muss auch noch komplett rausgemacht werden, aber wir haben uns gedacht, das machen wir erst, wenn wir mit dem Dachboden den Boden rausmachen. Weil der sonst wieder dreckig wird. Und das ist die Gelegenheit, den komplett sauber zu machen, weil man den, wenn man den rausmacht, ausschütteln kann und wieder hinmacht, dann ist er nämlich einigermaßen sauber. Deswegen muss ich da mal die Löcher wieder zumachen mit Verlegeplatten oder so, dass man da nicht durchfällt. Ist ja nicht schlecht. Genau, und hier sind wir jetzt draußen auf der Terrasse. Hier sieht man jetzt da die Balkenlöcher, die ich zugemauert habe und da an dem Eck. Wir werden diese Granitsteine wegmachen bzw. bündig zum Haus abbrechen. Weil wir ja die Fassade dämmen werden, bei Gelegenheit, wenn es innen dann fertig ist. Und das ist ein bisschen blöd, weil das hier so raussteht, hier diese Kante da. Und da kann man ja so schlecht drumherum dämmen. Und man kann auch nicht einfach sagen, man spart das jetzt aus. Es sieht erstens nach nichts aus und dann hat man ja eben da wieder so eine Wärmebrücke. Und man weiß halt nicht, wie sich das auswirkt, gerade bei uns mit der Wandheizung. Haben wir gesagt, mach mal weg. Und ehrlich zu sein, mir gefällt das auch nicht. Das ist so ein bisschen, hat man früher mal gemacht, ja, schön, aber ich finde es einfach nicht ganz so optimal. Ich gehe jetzt mal gerade runter, kann ich mal zeigen. Also hier um diese zwei Säulen geht's. Wir haben es jetzt ausprobiert hier, das ist genau ein Blatt davor. Hier habe ich zwei Reihen schon weggemacht, also hier die obersten, den kleinen und den da, habe ich weggemacht. Der eine steht ja rein, das funktioniert nicht so gut, die rauszumachen. Bei den kleinen ging es jetzt noch, aber ich glaube, umso größer die werden, weil die ja immer breiter werden, nach unten, wird es einfach irgendwann blöd zu machen. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir die an der Stelle zur Mauer abbrechen. Also wir bohren ganz viele Löcher rein und dann sprengen wir die quasi auf. Und lassen einfach den Rest drin und das, was übersteht, weil die natürlich auch so ein bisschen strukturiert sind und was dann stört, müssen wir halt dann auch nachträglich abschlagen. Aber dann läuft es eigentlich ganz gut und wir haben relativ solide Ecken, würde ich mal sagen, weil ja, ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, sieht ganz cool aus. Von hier unten jetzt, wenn ich das so sage, also von der nahen sah es jetzt nicht so toll aus, aber von weit weg sieht es eigentlich ganz gut aus, was ich gemacht habe. Genau. Ja, und wir haben ein Gerüst abgebaut, aufgebaut, das habe ich aber nicht gefilmt, das ist nicht so spannend. Genau, das war eigentlich das, was wir dieses Wochenende geschafft haben. Das Gerüst abbauen, das haben wir am Freitag gemacht, da waren wir recht lang beschäftigt, weil wir es abgebaut haben und dann halt gleich hier an der Seite wieder aufgebaut haben. Gestern haben wir die Balken rausgezogen, da habe ich es irgendwie versäumt, mal von draußen die Kamera hinzustellen. Ich habe die da stehen gehabt, dann stand ich oben auf dem Gerüst. Und also dann fertig war ich mir aufgefallen, scheiße, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Das war echt ein bisschen blöd, ich stand da die ganze Zeit und war an, aber keiner hat auf Rekord gedrückt. Ja, mal, aber von innen habe ich ein paar Aufnahmen dann noch gemacht. Genau, mal, wir haben erst vorgehabt, die komplett Bagger einfach rauszuziehen und dann hat aber irgendwie die Wand komische Bewegungen gemacht und ich habe dann Schiss bekommen und dann haben wir gesagt, wir schneiden die außen ab. Heben sie den Bagger runter, schneiden sie dann innen ab und so haben wir es dann gemacht, es hat gut funktioniert. Die sind ja jetzt auch nicht so schwer, die sind ja schon recht trocken. Es ging dann auch echt gut und die Stückchen, die dann noch in der Mauer drin waren, haben wir einfach mit dem Hammer durchgehauen, war gar kein Problem. Ein paar haben wir ja noch vor uns, jetzt haben wir Übung. Nur hier die von der Ferienwohnung, da, das sind die Deckenbalken, also die müssen drin bleiben, die können wir nicht rausmachen und da sind wir jetzt noch am überlegen, ob wir die irgendwie in die Mauer reinversetzt kriegen. Aber da ist noch nichts Ordentliches eingefallen, falls jemand eine Idee hat, wie wir die ein bisschen in die Wand reinversetzt kriegen. Also ich habe mir so Frässcheiben für die Flex geholt, aber das funktioniert einfach nicht richtig. Also das
das nimmt nicht genug weg, weil ich ja einen Haufen Material wegnehmen muss. Es sollten schon 10 cm sein, die ich in die Mauer reinkomme. Und ich habe dann auch Löcher reingebohrt und mit diesen Bohrspitzen da. Aber das hat irgendwie alles einfach keinen Wert. Genau. Also, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns am nächsten Montag.